Am I ready? Anytime. Gotcha. Da war ein Darth Vader T-Shirt. Das erlaubt es aktuell vor allem mit Disney und so. Aber gut. Moe. So, schauen wir mal. Bis jetzt können wir, glaube ich, noch nicht viel machen. Aber das ist quasi unser Hauptquartier. Unsere kleine Wohnung. Da können wir uns zum Beispiel umziehen. Aber da müssen wir erstmal Klamotten kaufen. Im Grunde ist das Spiel so ein bisschen... Also, Quatsch. GTA auf Speed oder so. Ah, warte mal. Wir haben sogar ein paar T-Shirts. Ah, nehmen wir lieber das. Okay. Was können wir noch machen? Boah. Ah ja, da können wir unser Laserschwert modifizieren. Hallo, willkommen zurück. Bloodberry, na gut. Wie gesagt, aktuell können wir nicht wirklich was machen. Aber ich gehe alles durch. Die Map. Da müssen wir wahrscheinlich nach und nach unsere Auftragskiller finden. Und es gibt auch verschiedene Shops und das Arbeitsamt und so weiter, aber das schalten wir erst noch frei. Und hier können wir uns die, die wir schon besiegt haben, anschauen wahrscheinlich, oder? Oder auch nicht. Santa Destroy ist wirklich ein sehr kleines Städtchen, oder? Aber ich kann mir hier gar nichts anschauen. Na gut, okay, passt. Na dann. Telefon, können wir wen anrufen? Oh, da hinten ist unsere Katze. Wie heißt sie gleich nochmal? Fällt mir gerade nicht ein. Ja, Jean. Na gut, Toilette. Ach so, eigentlich muss ich gar nicht speichern. Wir haben gerade gespeichert, ne? Aber man kann ja mal schnell aufs Klo gehen zwischendurch. Spielst du auch Minecraft? Also grundsätzlich spiele ich Minecraft immer wieder gerne, ja. Aber schon lange nicht mehr jetzt eigentlich. Aber da gab es schon wieder einige Updates. Das würde mich fast mal wieder interessieren. Bestimmt. Ach, da hinten meinst du? Ja, ja, der ist voll der... Anime-Fan. Im Grunde hat der eben, wie man sehen kann, alle möglichen Figuren. Aber auch eine riesige Gundam-Statue. Oder was ähnliches halt. Wir können uns das No More Heroes-Video anschauen. Ach so, das ist nur das Intro, oder? Ich schau mal, ob das das gleiche ist, das wir eh schon kennen. Ich glaube schon. Ja. I know a lot of gamers out there don't have much patience. At least that's what Bishop, the dude at the video store, said. Da hat Bishop recht, deswegen brechen wir jetzt auch ab, weil das kennen wir schon. Schauen wir mal in den Kühlschrank, was wir da haben. Volle Energie und sogar noch extra Energieboost. Nice. Ja, dann spielen wir noch mit Jean natürlich. Das ist super cool, weil das bringt so viel, ich weiß gar nichts. Aber man kann halt mit seiner Katze interagieren, weil natürlich, das ist das wichtigste Feature in solchen Spielen. Miau. Miau. So schläft unsere Zelda auch immer. Okay. Und dann können wir uns noch unsere Sammelkarten anschauen. Da haben wir ein paar gefunden. Aber bis jetzt nicht viel. Die Maske des legendären Wrestlers El Extremo. Ich weiß nicht, sind alle Karten Masken? Oh nein, ich glaube, ich habe eine übersehen. Naja, ich habe nicht vor, alle zu sammeln. Wurscht. Okay, weiter geht's. Hm.
Puh, das hätten wir geschafft. The next fight has been arranged. You don't have a lot of time, so I'll just tell you what you need to know. The ninth ranked assassin is currently Dr. Peace. Dr. Peace. Actually, a detective. A dirty and unscrupulous detective with plenty of dark secrets about him. Illegal investigations, illicit sales, black marketing. He is your one-stop shop for marketing illegal goods. And on top of that, he is a trained assassin. He's been doing some work for the Mafia. And before you know it, he's up there ranked ninth on the list. To be frank, he's good. You won't stand a chance against him. You're as good as dead. What's it going to be, cowboy? Put me in, coach. All right. Please transfer 150,000 LB dollars. What? 150,000 LBs? Your entry fee? My overhead costs? Don't tell me that you were not expecting so many zeros on that price or that I am ripping you off or some shit. We have an elite staff in the thousands. Personally, I think it's a bargain. Okay, I gotcha. But you really think I got that kind of dough on me? What the hell am I supposed to do? You are supposed to do your job. You've been hired to kill someone, so just do it and quit your whining. Plus, on-the-job training would be good for you. If you're interested, I can introduce you to an agent, an advertisement agency. But really, they're erasers. I'll tell you where it is later. I'm running late for my facial. Catch up later, okay? What? No! So, 120 Land Squid Bird Rider. Ne, 120.000. 120 hätten wir. Müssen wir jetzt verdienen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten in dem Spiel, wie man Geld verdient. Gehen wir erstmal zur K Entertainment Agentur. Genau. Travis, welcome. Nur für Mitglieder. Wir nehmen nur hochrangige Auftragskiller. Wenn du kein Eintrittsticket hast, dann verschwinde bitte. Wir arbeiten nur mit denen zusammen, die sich durch harte Arbeit bewährt haben. Ich hoffe, du findest deinen wahren Weg. May you find your upper part? Ja, ist er ja im Grunde auch. Ich meine, wie ist seine Origin-Story? Weil ich glaube, der ist da nur zufällig in dieses Assassinen-Geschäft reingestolpert. Vorher war der... Ich weiß es nicht mehr, aber da gibt es eine Origin-Story, die irgendwie auch unterstreicht, dass er eigentlich ein ziemlicher Loser-Kerl ist. Aber eben verdammt gut, wenn es darum geht, Leute umzubringen. Okay, wir müssen jetzt erstmal zum Jobcenter. Wir müssen uns jetzt erstmal Geld verdienen mit normalen Jobs. Aber jetzt rufen wir erstmal unser Moped. Travis! Der GameStore-Besitzer hat zum Glück immer Zeit, uns unser Motorrad zu bringen. Okay, wie fährt man das Ding hier gleich nochmal? Ah, okay. Ah ja, das habe ich gesucht. Gut. Entschuldigung. Dammit. Ich weiß nicht, mein Grätschen-Dingens hat nicht funktioniert. Ah, mein Moped ist kaputt. Warum kann ich nicht mehr aufsteigen? Ich glaube, es ist eingeklemmt. Na, vielleicht ist es nicht mehr weit. Vielleicht können wir noch schnell zu Fuß den Rest gehen. Aber ich glaube nicht. Ich gehe einfach weit genug weg und dann ist es das Problem von unserem Freund. Von unserem Videospiel-Shop-Besitzer. Der muss sich dann drum kümmern. Da. Travis! Cool. Danke. So kann's gehen.
Gibt's nicht auch einen Turboknopf irgendwo? Ja! Und der Sound von dem Turboknopf, wenn ihr es kennt, hört ihr sofort, ist aus Killer 7, 1 zu 1. Achtung! Hört ihr es? Dieses Fuiju! Ich glaube, das ist, wenn man Gegner erschießt in Killer 7, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Bevor die platzen, bevor die explodieren. Naja. So weit wäre es wirklich nicht mehr gewesen. Auf ins Jobcenter. Hier geht der Spaß erst richtig los. Warum bist du hier? Drittklassiger. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Das ist ein Ort, wo Drittklassige zusammenfinden oder so. Bist du ein Mitglied? Also bist du ein Mitglied? Ich bring dir einige gute Sachen bei. Alle Erstklässler dieser Welt waren einmal Drittklässler. Wie habe ich vorher? Vorher habe ich es anders übersetzt, oder? Nee, oder? Doch, ich weiß es nicht. Also, drittklassiger Kerl, du. Das ist dein erster Schritt, um die Leiter zur ersten Klasse aufzusteigen. Dein Leben wird sich verändern, wenn du hier arbeitest. Ich erzähl dir noch etwas. Wie werden Drittklässler zu Erstklässlern? Das ist ganz leicht. Sie arbeiten ihren verdammten Hintern ab. Bis sie Blut kotzen. Und dann arbeiten sie noch ein bisschen weiter. Wenn du ein Erstklässler werden willst, dann arbeite hart. Du musst schon Jobs machen, um in dieser Stadt überleben zu können. Ich gebe dir ein paar. Ich gebe dir mehr Jobs, wenn du deine Jobs gut machst. Jobs wurden gepostet am Billboard-Dingens. Okay, gut. Unser erster Job. Achso, nee, es gibt nur einen. Kokosnuss sammeln. Okay. Sammeln wir Kokosnüsse. 2000 Landsquid Bird Rider kriegen wir dafür. Dann müssen wir aber viele Kokosnüsse sammeln. Freust du dich auf das Spiel Goddamn Superhero? Ich weiß nicht, was Goddamn Superhero ist. Ist das der Untertitel von No More Heroes 3? Weil dann auf jeden Fall. Deswegen streamen wir ja jetzt den ersten Teil und dann den zweiten Teil. Und wenn noch Zeit ist, vielleicht noch diesen Spin-Off, der leider nicht so ganz gut ist, aber auch nett. Bis zum dritten Teil dann. Okay, wir fahren jetzt zu unserem Auftraggeber. Das war leicht. Puh, das wäre geschafft. Der schwerste Teil ist schon mal erledigt. Das erinnert mich gerade an Deadly Premonition 2, dass er hier am Kokosnussstand steht, der Jobcenter-Kerl. Wie der Hotelpage und Koch und noch irgendwas. Die unausgesprochene Regel von Santa Destroy sind okay. Hä? Was? Aber die Kokosnüsse von Santa Destroy sind schon eher mein Ding. Kokosnüsse von diesen aus dieser Region erzielen einen großen Preis. Diese Stadt wurde auf Kokosnüssen erbaut. Kokosnüsse sind hier mehr wert als menschliches Leben. Kokosnüsse sind Gold, also sammelt sie jetzt. Okay. Ich weiß schon noch ungefähr, wie es geht, glaube ich. Los geht's. Dammit. Eine Kokosnuss ist nicht gut. Dammit, das ist nicht gut, wenn das passiert. Das kostet so viel Zeit, Mensch. Okay, eine Kokosnuss.
2 Kokosnüsse. Das ist eine gelbe. Ich glaube, die ist mehr wert, oder? Bin mir nicht sicher. Schnell! Lauf! Ich glaube, 3 ist das Maximum. Ah. Was man gleichzeitig tragen kann. So geht das. That's easy. Ah. Zusammenreißen. Vielleicht bringen die Gelben gar nicht mehr Punkte. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht gibt es einfach Kokosnüsse in verschiedenen Farben und Formen. Es ist alles möglich. Aber ich nehme lieber trotzdem die Gelben. Er pfeift da auch so, ne? Vielleicht. Vielleicht hängt es damit zusammen. Okay, 6 Kokosnüsse. Schaffen wir noch 9? Wenn noch irgendwo welche hängen würden. Ah, perfekt. Oh, come on. Come on, Travis. So. Da schaffen wir sogar noch eine Ladung, oder? Zumindest 2 vielleicht. Oder 1. Wir sind schon weit weg. Ich mache noch 1 Baum jetzt. Was? Nur 1 einzige? Ja, von mir aus. Schnell. Ich hätte doch noch 3 nehmen sollen. Das wäre sich ausgegangen. Ah, vielleicht schaffe ich noch 1 vom anderen Baum da. Okay, die beiden nehmen wir noch, aber dann keine andere mehr. Nicht zu gierig werden. Schnell. Schnell, Travis. Schnell. Nach 10 Sekunden. Ein bisschen mehr. Ah, das schaffen wir. Cool. Okay. Na gut, okay, passt. 12 Kokosnüsse ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Aber es hätten mehr sein können. Ich glaube, wir hätten auch theoretisch 16 schaffen können. Aber das ist dann schon sehr viel. 24.000 Landsquid Bird Rider. Goldrang. Ja. Wir sind der beste Kokosnuss-Sammler in ganz Santa Destroy. Hey, Drittklässler. Ich habe noch einen Job für dich. Etwas ein bisschen shady vielleicht. Aber Arbeit ist Arbeit. Ich schenk dir ein, oder ich schick dir ein Einladungsticket, ein Zutrittsticket. Nee, warte mal. I've sent an introductory on to my associate. Achso, er schickt eins an wen anderen oder so für uns. Naja. Der Weg, ein Erstklässler zu werden, ist lang und hart. Get your ass in gear. Mach dich bereit. Ah, ja, ja, ja. Jetzt dürfen wir bei K Entertainment Auftragsmorde annehmen. Und Free Fight Mission können wir jetzt machen. Machen wir das. Hello, Travis. Hello. Hier ist eine Liste von Jobs, die du vor deinem nächsten Rang machen kannst oder so. Nee, die ich bei meinem derzeitigen Rang machen kann. Okay, Assassination Gig 1. Eine Pizzerienkette. Nee, warte mal, die Pizzeria-Kette Pizza Butt möchte eine Filiale in Santa Destroy öffnen. Um ihre Pläne zu zerstören, müssen wir den CEO töten. Okay. Kein Pizza-Butt in meiner Stadt, solange ich was mitzusagen habe.
Burger Suplex. Hey, aber so ein riesen Burger, der ist ja wahrscheinlich 30 cm hoch. Für 4,30, das ist echt in Ordnung. Kann man nichts sagen. Okay. Oh, ich habe ein Collectible gefunden. Nice. Le Collectible. Ich weiß nicht, wie ich am besten fahren soll. Ich glaube, ich fahre gerade einen voll riesen Umweg. Naja, einmal um den Block. Ist nicht so tragisch. Halt, stopp! Sind wir schon da? Muss ich hier irgendwo hin? Nee. Glaub nicht, oder? Nee, ich muss, glaube ich, in die andere Straße nochmal runter. Ja, so ist das. Wenn man Autos rammt. Okay, töten wir den CEO. Vom Pizza Butt. Bleibt doch hier. Nein, Hilfe! Okay, gut. Da gucken sie. Ich glaube, wenn ich mehr umgebracht hätte, wäre es besser gewesen, oder? Aber ich habe mir gedacht, lieber jetzt noch schnell den CEO töten. Er hat nicht mehr so viel Zeit. Oh ja, 30.000 Landscript Birdrider. Nur Bronze? Was? Unverschämtheit. Bronze. Wir haben genug Geld. Na, dann stürzen wir uns gleich in den nächsten Rangkampf oder Ranglistenkampf. Das Feature mit den Nebenjobs haben die weitestgehend im zweiten Teil gestrichen. Ich fand's eigentlich lustig, aber dafür konzentriert sich der zweite Teil mehr aufs Wesentliche, was schon eine gute Entscheidung ist, glaube ich. Ist immer gut, wenn man ein bisschen Ballast abwirft und Spiele ein bisschen streamlined ab und zu. Anstatt, dass man sie von Teil zu Teil immer mehr überlädt und überlädt und überlädt. Destroy Bank. Gut. Dann können wir jetzt quasi nicht mehr auf unser Motorrad steigen und zu unserem nächsten Ranglisten-Kill fahren. Das zweite Level quasi. Nein! Warte mal. Ich glaube, ich muss zum M, ne? Genau, jetzt. Okay. Wie viel Turbo habe ich eigentlich? Schon viel anscheinend.
Ach, es ist schon cool, ey. Im gleichen Jahr haben wir jetzt Deadly Premonition 1 und 2 gespielt und jetzt fangen wir auch noch mit No More Heroes an. Das finde ich schon echt cool. Die gehören schon für mich zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Ich habe aber sehr viele Lieblingsspiele, also insofern... Free Fight Mission? Oh, Moment, ich bin irgendwie falsch gefahren. Verdammt. Kill until you take a single hit. Oh Gott, okay. Das wollte ich nicht. Aber gut, machen wir das halt auch. Oh. Failed. Wieso failed? Ich dachte, ich kämpfe einfach so lang wie geht. Naja, machen wir nicht nochmal. Ich muss rausfinden, wo ich hin muss. Das wäre echt gut. Ich weiß, dass ich ins Stadion muss, aber ich habe keinen Marker auf der Karte und das verunsichert mich. Muss ich nach Hause fahren? Muss ich ins Auftragskillerbüro? Ich weiß es nicht. Ich hätte mir vielleicht doch durchlesen sollen, was da steht. Versuchen wir es einfach mal mit nach Hause fahren. Aber ich glaube eigentlich nicht. Und dann versuchen wir das Auftragskillerbüro. Das macht viel mehr Sinn. Wo zur Hölle fahre ich denn hin? Wir müssen über eine Brücke jetzt. Mensch. Ups. Entschuldigung. Nix für ungut. Aber was hat der auch komplett schwarze Scheiben? Der sieht ja gar nichts beim Fahren. Ist eh klar, dass sowas dann passiert. Ich gebe ihm die Schuld, eindeutig. Ach, come on. Das hätten wir noch schaffen können. Die Kurve hätten wir noch kriegen können, Travis. Das sah so gut aus. Ich glaube, ich darf nicht lenken, ne? Da hat das, genau, das Spiel hat da so einen komischen Spleen. Nachdem er auf die Wiederaufsteigen-Taste gedrückt hat, darf man nicht mehr lenken, weil sonst dreht er komplett durch. Kann schon sein, dass ich telefonieren muss. Das versuche ich mal. Spleen war die Milz. Hä? Was? Ah ja, guck. Tatsächlich. The next fight has been prepared. Destroy Stadium. Dr. Peace is waiting for you. Hop to it. Okay, muss ich mir merken. Immer erst Geld überweisen und dann nach Hause fahren. Guckt euch Jean an. Cool. Na gut, dann los geht's. Ach so, okay.